Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem kleinen Infovideo über die Mods in der ersten Woche, die über den Modhub zu finden sind. Giants hat hier einen offiziellen Post gemacht, ich packe euch den Link gerne in die Videobeschreibung, könnt ihr nochmal selber nachgucken. Es gibt auf jeden Fall einen Plan für die erste Woche, welche Mods auf jeden Fall kommen werden. Wir fangen am Dienstag an zum Release mit dem Case IH 1660, dem Mähdrescher oder Harvester eben, den wir auch schon auf dem LS17 kennen. Ihr seht es hier auf den Bildern, na, da ist er, kennt ihr ja wahrscheinlich schon mit passendem Mähwerk dazu. Passend dazu kommt dann am Dienstag auch gleich, wir freuen uns alle sehr, nicht nur Stefan von Silbersfußam, sondern wir alle freuen uns natürlich sehr über den Deutz Agrostar 661. Ne? Richtig schönes Ding, ich freue mich drauf, finde den Deutz absolut super und auch freue ich mich auf den Mittwoch, denn am Mittwoch, ja, da gibt es den Hüllimann H488, ne? Kennen wir auch schon aus dem LS17 hier, so ein kleinerer Traktor, super, super geil, schöne Sache. Außerdem am Mittwoch kommt noch der Ursus T127, na, das ist der Rundballenanhänger, na, der Auto-Rundballenlader, na, den wir ja auch schon kennen. Super cool, habe ich schon gefragt, wo der steckt, ne? In den Standard-Releases. Dann am Donnerstag gibt es dann von Ursus den Z586 Ballenwickler, ne, um Silo-Ballen zu produzieren. Und am Donnerstag außerdem einen zusätzlichen Trecker, den sehen wir auch hier noch in meinem Bild, ne? Den Case IH 1455. Hier oben sehen wir es noch ein bisschen genauer, da ist er noch, ein, zwei Screenshots, aber den kennt ihr ja mit Sicherheit auch schon. Ne? Das war's für den Donnerstag. Am Freitag erwartet uns dann noch das Knödeland Extra IL 700 und das ist diese kleine wunderschöne Spritze, die kennt ihr ja auch schon, ne? Das sind die Exactas von Quernland, wenn man das so ausspricht, ich bin da immer nicht so sicher, oder Quernland sprechen sie manche aus, also es ist immer ein bisschen schwierig mit der Firma, ne? Dieses Skandinavier immer. Ne? Außerdem kommt am Freitag noch der Fliegel DPW 180 Ballensammelwagen und das ist ja den wir auch alle schon kennen, ne? Der klassische große Ballensammelwagen kommt also dann am Freitag in die Modhub. Vielen Dank an euch fürs Zugucken. Vielen Dank an Giants für die Versorgung mit den Mods. Ne? Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Bock habt, weitere solche Videos zu sehen und auch immer über die Mods informiert bleiben wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like und wenn ihr Bock habt, auch gerne mit Abo. Checkt die Streams aus und die anderen Videos, die ich zum LS19 gemacht habe. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.